Ja, Maus, nächste Station bei den Dinkelsbühler Lach- und Sachgeschichten. Du bist jetzt schon ziemlich firm, wir haben viel schon angeschaut in Dinkelsbühl und heute. Heute sind wir in der Brauerei, das ist da ganz schön kalt, gell? Das ist schwierig. Warum sind wir in der Brauerei? Weil Dinkelsbühl natürlich einen ganz besonderen Bezug zu den Brauereien hat. Früher hat es ja viele, viele Brauereien gegeben, 20 Brauereien und jede Gaststätte hat gebraut für sich. Und das ist ja mittlerweile anders, das gibt es ja nicht mehr viel. Aber das sagt uns dann der Hauf, ja. Das sind die Verantwortlichen von hier. Aber was ich vielleicht sagen kann, Dinkelsbühl hat deswegen einen besonderen Bezug zur Brauerei gehabt. Die Altstadt haben wir schon angeschaut mit der tollen Stadtmauer. Die war teuer und die musste finanziert werden. Und bei jedem Humpen, den man getrunken hat in Dinkelsbühl, ist ein Pfennig in die Stadtkasse gekommen. Und davon haben sie die Stadtmauer gemacht. Also kann man sagen, in Dinkelsbühl haben sie sich die Stadtmauer schier ersoffen. Da schaust. Und jetzt gebe ich weiter an Florian Hauf, weil ja auch eine lustige Geschichte ist. Ja, liebe Maus, wir sind die Brauerei Hauf in Dinkelsbühl und wir ziehen jetzt nicht nur momentan eine kleine Wohnung um, sondern eine ganze Brauerei und bauen eine neue Brauerei bei uns im Gewerbegebiet. Die soll sehr, sehr ökologisch sein, umweltfreundlich und eine der modernsten in Süddeutschland. Und da wir in Landkreis Ansbach nur noch 10 Brauereien haben und davon 3 in Dinkelsbühl, sind wir da sehr stolz drauf und hoffen, dass wir das lang weiterführen können. Super. Ja, warum war in Dinkelsbühl öfters mal Hopfen und Malz verloren? Im Mittelalter war es Bier in Dinkelsbühl, genauso wie das Brot, Grundnahrungsmittel. Und somit haben auch Schwangere und Kinder Bier getrunken. Es war sogar so, dass im 15. Jahrhundert im Dinkelsbühler Waisenhaus Bier zum Frühstück ausgeschenkt worden ist. Man muss dazu sagen, das Bier hatte damals nicht so viel Alkoholgehalt wie heute. Ne? Und vom Wasser trinken ist man krank geworden. Deshalb hat man Bier getrunken. Deshalb, ihr lieben Damen, trinken wir Männer so viel Bier, dass ihr gesund bleibt. So ist es. Und jetzt trinken wir auf die Gesundheit von unseren Frauen. Oh, da kommt das Bier schon her. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dann sagen wir Prost. Auf die Frauen. Klingt komisch, ist aber so.